vom letzten Mal her ist noch das Einzeichnen der Balken hier übrig geblieben. Und ich müsste bei diesen Dachbalken hier jetzt mit einer 4 mm Schicht oder einem 4 mm Dachbalken ganz gut bedient sein. Und das ist ja nun keine Zauberei. Und da ist er schon. Das gilt natürlich für alle vier Dachbalken. Nachdem ich jetzt die Dachbalken auch noch eingezeichnet habe, kann ich mich ja an die Hauptstützbalken des Hauses, an die zwei Ständerreihe machen. Natürlich auch. So, ich habe jetzt die Außen umrandet mit Stützbalken. Ich habe die beiden Hauptständer drin. Wie geht es jetzt weiter? Ah ja. Jetzt kommen sogar schon die Querriegel rein. Und zwar sieht das so aus, als wären die ersten nach etwa 80 cm da. Das wären ja 2 cm im Spur-Null-Maß. Ich setze die mal auf 2 und 1,7. Die Burschen lasse ich da einfach mal durchlaufen. Und bemerke sogleich meinen Fehler. Ich hätte ja erst das Tor noch installieren müssen. Und zwar
Wird das hier zunächst auch einen Stützbalken haben. Und ich darf nicht vergessen, den Haupttragebalken einzuzeichnen. Der hätte eigentlich schon vorher rein müssen. Habe ich versaubeutelt. Aber ich hoffe mal, dass es trotzdem nicht schlecht aussehen wird. Hier muss ich das jetzt nachbedienen. Dieser Haupttragebalken wird jetzt natürlich gestützt, nimmt die Öffnung von der Tür auf, die Türbalken, bei 7,8 und 8,2. Das finde ich jetzt auf der Rückseite nicht statt. Das jetzt entsprechend ergänzen. Und eine zweite Reihe ist durchgehend hier in dieser Höhe einzuzeichnen. Die kann aber nur bis zu den Stützbalken eigentlich durchlaufen.
Und jetzt zeichne ich nochmal eine dünne Gefachlinie etwas weiter oben ein. Und zwar auf von dieser Linie gedacht 2,2 zu 2,5. Jetzt finde ich diese Gefache hier etwas arg breit. Das ließe sich nicht wirklich gut mit Leben zuschmieren. Und deshalb gibt es jetzt nochmal einen auf 2,3 zu 2,5. 2,2 zu 2,5. Das gleiche Stück setze ich hier auch nochmal um. 2,2 zu 2,5. 2,2 zu 2,5. Sein Fachwerk anreißen dauert ja doch länger, als man denkt.